Hallo, ihr Lieben, ich bin's schon wieder. Ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht. Wir machen heute Rouladen. Allerdings mache ich heute die Rouladen mal ganz anders. Keine Standardrouladen, wie man sie sonst so macht, also nichts mit Rind gefüllt, sondern ich habe mich heute für Pute entschieden. Ich mache die Rouladen gefüllt mit Cheddar-Käse, mit Gurken und anschließend werden wir sie im Ofen backen mit Tomate und Mozzarella. Ich glaube, das ist eine Variante, die wirklich gut jetzt in den Sommer passt. Es wird sehr lecker werden, also auf jeden Fall dranbleiben. Kommen wir zunächst zu den Zutaten. Ich habe, wie gesagt, mich für Putenbrust entschieden. Die habe ich jetzt schon flach geklopft. Das solltest du auch tun. Dann werden die natürlich gewürzt. Dazu habe ich hier Paprika, Salz und Pfeffer. Und ich nehme zum Bestreichen Pesto. Dieses Pesto habe ich in meinem letzten Video selber zubereitet. Also falls du das Video noch nicht gesehen hast, solltest du es dir unbedingt anschauen. Ich werde es aber auf jeden Fall auch nochmal für euch verlinken. Dann wird gefüllt. Und zwar habe ich dafür außer dem Pesto noch Cheddar-Käse, dann Gewürzgurken. Dann wird das Ganze nachher gerollt und kommt in eine Soße aus passierten Tomaten. Ich habe hier die gelbe Variante. Du kannst natürlich aber auch die roten nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann wird das Ganze im Ofen überbacken mit kleinen Tomaten und Mini-Mozzarella. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Fangen wir mit der Zubereitung an. Als erstes werden die Schnitzel natürlich gewürzt mit Salz. Ja. Dann kommt frisch gemahlener Pfeffer dazu. Nicht zu viel. Und noch Paprika obendrauf. So, ein bisschen Geschmack soll ja ruhig dran. Wenn wir das haben, kommt das Pesto zum Einsatz. Den nehme ich jetzt mit dem Pinsel und streiche mir die Oberfläche von den Schnitzeln damit ein. Das gibt eine richtig schöne Würze noch dazu. Wie man also sieht, ist Pesto nicht nur toll, um es auf Nudeln zu servieren, sondern auch zum Füllen und Bestreichen vom Fleisch ist das super. Schön ruhig nicht sparen. Ordentlich einstreichen. So, noch ein bisschen mehr. Ja, das reicht. Pesto ist drauf. Kommen wir zum nächsten. Dann nehmen wir jetzt den Käse, den Cheddar. Auf die untere Hälfte jeweils den Käse legen. Und dann kommen die Gurken da drauf. Jeweils, ich habe mir die hier so in Scheibchen geschnitten. Ein so eine Scheibe jeweils reicht. Und schon ist das Ganze fertig. Wir können ans Rollen gehen. Einfach einmal überschlagen und aufrollen. Fertig. Hier das gleiche, überschlagen und aufrollen. So. Jetzt verschließen wir uns hier oben die Fläche mit so kleinen Spießen, damit die Rouladen gleich beim Backen nicht aufgehen. So sieht das Ganze aus. Damit wäre der erste Schritt fertig. Die Rouladen habe ich jetzt alle soweit fertig gewickelt. Und jetzt gebe ich von außen nochmal bei jeder Roulade ein bisschen von dem leckeren Pesto obendrauf. Da bist du übrigens auch frei. Wie gesagt, du kannst natürlich dein Pesto selber machen. Das habe ich ja auch. Und wie gesagt, ich werde dir das auch verlinken. Du kannst fertiges nehmen. Du kannst auch ein anderes Pesto nehmen. Aber ich denke, dieses hier passt auf jeden Fall perfekt. Weiter geht's mit der Basis, mit der Soße. Da gebe ich mir jetzt die passierten Tomaten als Basis schon in meine Auflaufform. Und bevor ich jetzt weitermache, wird natürlich auch hier ein bisschen gewürzt. Da gebe ich noch ein bisschen Salz mit zu, nicht zu viel, weil
weil das Pesto gleich noch von den Putenschnitzeln, von den Röllchen mit in die Soße gehen wird. Und dadurch haben wir dadurch auch nochmal Würze. Dann gebe ich noch etwas Oregano dazu. Kleines bisschen Paprika. Und damit die Säure etwas abgemildert wird, noch eine Prise Zucker dazu. Das rühre ich mir jetzt einmal kurz hier drin schon glatt. Der Ofen, der ist übrigens schon an, den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad. Die Soße ist glatt gerührt und jetzt gebe ich die Putenröllchen in die Soße, verteile das schon gleichmäßig in die Auflaufform. Passt perfekt bei mir. Toll, auch die Farben schon toll. Und da gebe ich jetzt meine Tomaten drauf, die verteile ich hier schön, die Cherry-Tomaten. Gibt nochmal Farbe und Geschmack. Und darauf kommt jetzt noch der Mozzarella. Da habe ich diese kleinen Kügelchen genommen. Kann es natürlich auch den großen Mozzarella nehmen und in Scheiben schneiden. Das ist ganz dir überlassen. Und obendrauf kommt jetzt ein bisschen frisch gezupftes Basilikum. Gibt auch nochmal Geschmack. Und dann, so ist alles vorbereitet und jetzt geht das Ganze in den Backofen. So, die halbe Stunde ist jetzt um. Ich würde sagen, ich bringe das Essen mal aus dem Ofen hierher. Achtung, Essen ist fertig. Wow. Sieht das nicht toll aus? Ich bin begeistert. So viele tolle Farben. Es sieht lecker aus und es riecht unglaublich gut. Ich würde sagen, wir können servieren. Wie gesagt, es handelt sich ja um ein leichtes Sommergericht. Dementsprechend habe ich es hier auf ein bisschen frischen Salat angerichtet aus meinem eigenen Garten. Wenn dir ein Salat alleine nicht reicht, kannst du natürlich auch Reis, Nudeln oder Kartoffeln dazu servieren. Auf jeden Fall eines garantiere ich dir, es ist sehr, sehr lecker und du kannst wunderbar kombinieren. Ich würde mich jetzt noch freuen, wenn du mir folgst, mir ein Abo dalässt und die Glocke aktivierst. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und bis dahin, tschüss, eure Claudia.